It's time for the duel with the Temple Guardian. Motherfucker, come here. Was, durch den Tempelwächter durch? Ja, ist klar. Ja, komm mal mit hier. Ich hab da was im Knie stecken, glaube ich. So, das ist gut, wenn der erstmal auf die Ochsen losgeht. Dann kann ich mich erstmal um die Skelette hier kümmern. Ha! Ich gehe wieder. Oh Gott! Was? So einer kriecht ja auch rum. Ach du Scheiße. Na super, das kann ja was werden hier. So, erstmal den ekligen Pimmel hier weghauen. Zack, so, das hast du den. Scheiße, die vergiften auch noch. Ich fass es nicht. Oh Gott. Warum? So, Schwert ziehen und drauf auf die Sau. Hey, ich bin schon vergiftet. Du musst mir ja nicht noch eins draufhauen. So, noch was trinken, essen, wie auch immer. Wie lange hält denn das Scheißgift an? Das ist ja unglaublich. Au. Ja, genau. Hallo, geht's noch? Der haut gar nicht zu und ich werde getroffen. Das ist doch kotzig hier. Ja, geh los auf die Orkse. So, kann ich nämlich dabei mal ein bisschen rumfressen wieder. Nee, warum ich vorhin so panisch weggerannt bin, du sollst noch ein Steak essen. Nein! Du kackiges Drecksskelett, ich töte dich! So, musste mal raus. Warum ich vorhin so panisch weggerannt bin, ich habe einen untoten Hohepriester gesehen. Einen Magier. So. Um den sich der Ork jetzt gleich kümmern will, offenbar. Das ist schön. Dann soll er mal, und ihr seht schon, yippie, skippy. Speichern. Oh Mann, die schießen nämlich mit Eis rum oder wahlweise mit Feuer. Das ist nicht schön. Das muss nicht sein. Wo ist er denn? Da ist er. Gleich drauf auf die Sau. Zack. Scheiße. Oh, das kann ja was werden hier. Mist. Nee, das bringt's nicht. Ich rette mich hier mal um die Ecke. Boah, wie mir diese Skelette auf den Sack gehen gerade. Ehrlich mal. Mit ihren scheiß Bögen. Ich hasse Bögen. Ich hasse Bogenschützen. Bogenschützen sind so zum Kotzen. Kacker. Die Verdammten. Das Geile ist, Bogen ist die einzige Waffe, die ich in Wirklichkeit schon mal ausprobiert habe. So gesehen bin ich selber... Verzeihung. So gesehen bin ich selber Hobby-Bogenschütze. Und motze nur über Bögen rum. Ich hasse Bögen irgendwie in Spielen. Das ist doch scheiße mit Bögen. Erstmal du, du Drecksau. Du bist tot. So. Und jetzt der Hohepriester. Nicht auf Dolok, Mann. Ich dachte, ihr wolltet nicht mit rein in den Tempel. Jetzt ist er tot. Du bist tot. 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 Ich sagte tot. Bitte was? Wieso hat er nicht zugehauen? Mal ganz ehrlich. Ich habe extra dann jetzt zum Ende nicht mehr auf den großen gedrückt, auf den großen Hieb, der so lange dauert. Sondern ich habe schon extra darauf gedrückt, dass er nur einen kurzen, schnellen Hieb macht, weil der ja nicht mehr viel Leben hatte. Und der Held wollte einfach nicht zuschlagen gerade. Also das ist... Ja. Das war so vorprogrammiertes Sterben. Ich konnte nichts dafür. Das ist sehr freundlich, sowas. So, zack, abgewehrt. Arschloch. Jetzt aber. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber du bist tot! Tot! Und noch toter. Vor allem untot bist du. Aber ganz besonders tot! Stirb, 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 Belshazzar. Warum ich den so nenne, erkläre ich gleich. So. Der ist beseitigt. Ich habe den Schild auch hochgehalten, Mensch. Ja, genau. Na super. Ganz große Klasse. Ich bin ja so begeistert. Oh, verdammt, ich habe kaum Leben. Und soll gegen diese Kacker jetzt ja noch antreten. Oh. Kann mir mal jemand helfen?
Sieht nicht so gut aus um mich gerade. So, jetzt aber. Ich hasse euch. Du solltest den rechten angreifen, nicht den linken. Wo ist eigentlich mein Schwert hingeflogen? Das Schwert hat es bis dahinter geschafft, ist ja unglaublich. Boah, wie mich das ankotzt gerade. Dieses blöde Zielfindungssystem, wenn der irgendjemand anderen anvisiert, als er eigentlich soll. Das kotzt mich an, sowas. Ach, wenn man nicht aus eigenem Verschulden stirbt, da könnte man doch echt zur Sau werden. Stört's euch schon, dass ich hier am Rumfluchen bin und nicht vorwärts komme? Also ich hab Spaß, ich weiß nicht, das klingt nicht danach, aber ich hab Spaß. Fluchen gehört für mich zum engagierten Spiel dazu, deswegen... also... Mein Herzblatt regt sich immer drüber auf, wenn ich unglaublich fluche in irgendwelchen Spielen. Und meint dann immer, dann hör doch auf zu spielen, aber... Wenn ich fluche und dann vielleicht auch in dem Moment sauer bin oder so... Dann habe ich trotzdem Spaß am Spiel irgendwie. Also es gehört für mich zum engagierten Spiel dazu, deswegen... Fluchen muss sein. So, und diesmal mache ich dich tot hier, ohne Zweifel. Du hast keine Chance gegen mich, Belshazzar. So. Kampfstab? Oh, rostiges Schwert und Skelett mit Bogen. Ja. Der Kerl hat gar nichts für mich, aber seinen Kampfstab, natürlich. So. Der sieht auch lecker aus. Können wir ranvisieren? Ja, können wir. Und mal hinhocken vielleicht? Appetitlicher kleiner Junge. Okay, wieder raus aus der Ego-Perspektive. Sehr gut. Und jetzt speichern. So, da erkläre ich mal, warum ich den Belshazzar nenne. Und zwar ist es ja so, ich hatte es ja schon mal erklärt, glaube ich. Maris hat, als er zum Hüter der Wüste ernannt wurde, oder gemacht wurde, hat er ein Ritual vollzogen, an dessen Ende dann eine besondere Fähigkeit stand. Und zwar hat er dieses... diese gemeinschaftliche Erinnerung mit allen anderen Hütern der Wüste zusammen. Und das bedeutet, also, was heißt Hüter der Wüste? Die Hüter der Wüste im weiteren Sinne, und zwar deshalb, weil sich das bis aufs alte Volk hinzog, und zwar bis zu Haran-Ho, dessen Wurzeln wir ja schon gehört haben in den Büchern des alten Volkes und so. Und, also was wir hier so in den Büchern gelesen haben, meine ich. Bis zu Haran-Ho und bis zum alten Volk hin. Und dieser Tempel wurde ja vom alten Volk gebaut. Und Belshazzar war einer der Hohepriester des Tempels von Bensala. Und diese Erinnerung des Hohepriesters, dieses Belshazzar, die hat sich verselbstständigt. Und zwar, was machst du denn da, mein Freund? Ich hänge erstmal ein bisschen ab. Ne, die hat sich verselbstständigt, und zwar war die so dominant, dass es so war, als ob der quasi die Kontrolle über Maris übernommen hat. Und deswegen wurde Maris zwischendurch komplett von Belshazzar kontrolliert, oder beziehungsweise Maris war Belshazzar in dem Moment. Und der ist geringfügig ausgetickt und wollte eine gute Freundin von Maris umbringen. Und dann kam glücklicherweise im letzten Moment, als Belshazzar schon die Hände um ihren Hals gelegt hatte, habe ich jetzt erst vor kurzem geschrieben, deswegen habe ich das noch lebhaft in Erinnerung, kam dann aus dem Nichts der Löwengeist und hat sie gerettet, denn sie ist auch eine Druidin, und zwar von einem anderen Tiergeist, der eine Allianz mit dem Löwen schließen soll. Und hier ist es finster. Fackel. Gut. Wir sind vorwärts gekommen und ich guck mal kurz so vorsichtig um die Ecke. Okay, ich trinke, esse mal kurz was. Danach geht die Fackel wieder an. So. Okay, da kommt schon der Nächste. Und ich mache aber mal eine ganz kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Ah, jetzt geht's mir schon viel besser. Oh, da hackt gleich das Spiel rum hier. Nee, das kommt davon, wenn man so viel trinkt immer zwischendurch, um sich die Stimme zu ölen. Dann hat man halt auch mal zwischendurch eine Pause einzulegen. Und ich habe das Problem, ich merke es gerade, durch die Fackel kann ich erstens kein Schild halten und zweitens hackt das Spiel dadurch jetzt gerade, weil wir natürlich jetzt so, zusätzliche Lichteffekte hier haben, die wir irgendwie bewältigen müssen. Aber das kriegen wir hin. So, zack, auf den Zombie und jetzt den noch. Und dann ist erstmal wieder Ruhe angesagt und wieder erstmal Brotzeit. So,
zack, na, könntest du den auch noch nicht mit der Fackel, sag mal. Seit wann kämpfen wir dann mit Fackeln? Sind wir Aragorn oder was? So. Erstmal essen. So, und gleich noch einen Schinken hinterher. Und noch eine Keule. Dickes Eisbein für zwischendurch. Und jetzt gespeichert. Denn, wenn ich mich nicht irre, kommt hier noch einer. Kann aber auch sein, dass das ein anderer Tempel war. Die sehen ja alle gleich aus. So, das ist ja einfach nur ein blutiger Rest. Ich finde auch schön, dass die Leiche, die schon skelettiert ist, aber das Blut ist noch da. Und zwar in Massen. So. Ach, sind hier mehrere Wege? Nee. Geht bloß in die eine Richtung, okay. So, ich bewege mich mal kurz vor dem Ausgang lang, weil ich gerade mal gucken wollte, ob was angeflogen kommt. Oh, ich hasse es, wenn sie zustechen. Oh, Junge! Ich sehe nicht, wie weit es ist bis zu denen. Meine Güte. Das ist so wahnsinnig nervig. Es ist unglaublich. Meine Güte. Ich hasse diese blöden Stiche, wenn der 70.000 Stunden lang dann dasteht und sich einen Bauch hält. Er sich seinen fetten Wanst hält, nur weil ihm jemand reingepiekst hat mit einem Ast. Die kämpfen mit Ästen. So. Rumgemotzt hier ohne Ende. Muss auch mal sein. So, noch eins. Rein damit in den Wanst. Okay. Wieder speichern. Mir geht's gut, ich hab Spaß. Okay, ab geht er, Peter. Ach Mensch, ist er schon der Nächste. Komm raus, du Sau. Du feiger Lump. Ich hasse euch. Wenn man mal die Entfernung nicht ganz korrekt einschätzt und dann so 2 Millimeter an seinem Gegner vorbeihaut, dann hat man schon Arschkarte gezogen. Er ist schon angeschissen hier. So, mir geht langsam das Fleisch aus, Mensch. Kannst du nicht mal was aus den Zombies rausschneiden, Mensch? So, speichern. Denn es kann sein, dass jetzt und so kommt, ne? Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Niemand? Uah! Skelette. Okay. Oh, ich hab's schon unten gesehen. Och nein. Nein, ich hasse euch. Oh, nee, komm eh. Das ist da nicht... Ja, natürlich. Der ist schneller mit seinem großen Hieb, als ich mit meinem kleinen hier. So, ich mache jetzt mal vorsichtig hier aus der Ecke raus, weil ich nicht auf den Hohepriester treffen will allzu bald. So. Mann, ist ja gut, Mensch. Hallo. Ich würde da auch gern mal zuschlagen. Ey, das ist doch zum Kotzen hier. Alter, was für eine Scheiße ist das? Ja, fickt euch doch. Sorry für die Wortwahl, aber ich meine, was ist denn das für ein Scheiß, ehrlich mal. Ich komme überhaupt nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Das ist so kackdumm, ehrlich. Ach. Okay, wir kriegen das hin. Ich könnte mich nur aufregen hier, Scheißtempel. Mann, warum machst du die Funzel aus? Was soll denn das? So. Hallo? Jemand da? Kommt mal vorbei. Wir müssen ja nicht alle auf einmal anlocken. So, nochmal speichern. Oh ja, mitten im Kampf, mitten im Angriff meine ich. Komm, direkt drücken hier. Tick, 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 damit es gleich losgeht. So, zack. Druff auf die Sau. Du solltest erstmal den Rechten machen, du Spaten. Ach, jetzt ist er wieder mittendrin im Getümmel. Na toll. So, erstmal abweichen hier vom Mensch. Scheiße. Wenn ja auch nicht dieser blöde Weg nach oben wäre, dann könnte ich auch mal ein Stück im Gang zurückweichen. Ach, das mache ich jetzt einfach auch mal. So, speichern, komm. Die folgen mir ja netterweise, die freundlichen Herren. So. Oh Leute, nervt mich doch nicht hier. Das ist doch zum Kacken hier. So, erstmal den da eh schon fast hinüber. Ich hasse euch. Ja, natürlich. So, erstmal flüchten. Trank. Nein. Wie schnell sind die denn? Ach Mensch. Ihr geht mir auf den Sack. Diese Scheiß Skelette. Diese Kackviecher. Mann.
Oh, ich hasse euch. Ruhe! Ochs, helft mir!